wenig Schaden. Oder machen die zu viel Schaden an mir. So rum. Ich one-shotte die, ich mach gut Schaden, aber die machen auch noch gut Schaden an mir. So. Ach ja, JRPGs und ihre Höhlen, wo dauernd irgendwie Gegner dich überfallen. Ja. Man kennt's ja schon. Das war der Grund, warum ich Pokémon damals nie gespielt habe, weil mir diese eine Höhle da so auf den Sack ging, wo diese Fledermäuse da rumgeflogen sind. Ja, ich geb's zu, ich habe Pokémon nie wirklich weitergespielt oder durchgespielt. Genau aus dem Grund, das hat mich als Kind so frustriert, ja, dass ich dann gesagt habe, nee, kein Bock mehr hier. So, jetzt erstmal durchatmen. Ja, komm her. Heil mich! Weißt du was? Ich werde mir mal einen Cookie reinschieben. Komm. 6 Erfahrungspunkte. So, links könnte man lang, wir könnten aber auch rechts. Nee, kommen wir nicht. So, runterspringen können wir auch nicht. Nein, möchten wir auch nicht. Also. Wohlgemerkt. Nee, wir müssen hier lang. Es gibt nur den einen Weg. Scheinbar. So, und jetzt bitte nicht sterben. Wie ist denn das? Okay, gut. Ich hab's zerquetscht. Aber wenn ich die irgendwie so. Wenn ich es hinbekomme, dass. Das ist schon wieder ein Cookie, den esse ich auch gleich. Wenn ich es hinbekomme, dass ich die so sofort zerquetsche, dann. Oder einzeln zerquetsche, dann habe ich ja ein bisschen noch was gespart. So. Das ist jetzt auch nur einer, oder sind es auch wieder zwei? Nee, der eine ist da hängen geblieben, sehr schön. Nächster zerquetscht und du auch noch. Ja, so gefällt mir das. Immer alle schön zermatschen hier. Und noch ein Cookie. Obwohl ich nicht weiß, ob ich wirklich einen Cookie haben möchte von irgendwelchen Nacktschnecken, ne? Ich meine, so kann ich auch leveln, wenn ich einfach alle nacheinander zerquetsche, ja. So, erstmal wieder den Cookie. Wieder die Cookies können wir aber gleich essen. Das ist einfach nur, dass wir. Die heilen nicht so viel, die sind nicht so stark, aber. Können wir machen. So. Und der nächste. Oh, nice. Das finde ich gerade gut. Das finde ich gerade gut. Das könnte so weitergehen. Und nochmal ein Cookie hier. Yes. Okay. Sehr, sehr schön. Ich habe noch nicht mal den Bildschirm gesehen. Da kommen die schon angelaufen hier. Keiner kommt zur Hilfe, ja. Da könnt ihr rufen, wie ihr wollt. Gott. Hat schon so viel Schaden, ey. Unfassbar. Ich merke auch, ich sollte generell nicht so mit unter 30 HP in den Kampf gehen. Das ging gerade noch, weil die zum Glück auch mal daneben getroffen haben. Aber ich werde mal kurz hier hochgehen. Okay, gerade ist noch alles gut. Oh, was ist das? Du bist endlich hier. Das ist die erste deiner Heiligtum-Locations, ja? Aber sie gehört nun mir. Du solltest auf mich hören, wenn du dich traust. Nein! Ich. Die titanische. Oh Gott. Sofort heilen. Oh, was? Ach du Scheiße, ey. Okay. Psycho-Let's Playing, machen wir das mal. Okay, ich habe keine Chance gegen die Viecher scheinbar. Nochmal, ich hau das jetzt alles raus, das ist ein Endgegner. Also, keine falsche Bescheidenheit. Ich sterbe trotzdem, oder? Wie stark sind die denn? Skip Sandwich. Jetzt hat er noch ein Shield oder was? Wow. Ich habe nichts mehr. Ich kann nichts mehr machen. Doch live ab. Muss ich machen. Heil dich! Los! Stirb, du! Kann ich wegrennen? Das geht wahrscheinlich nicht. Das ist ein Endgegner, oder? Ich bin im Arsch. Ich bin echt im Arsch.
Der macht so viel Schaden. Ja, ich muss ja angreifen, bleibt ja nichts anderes übrig hier, ne? Der trifft... Oh, was? What? Boah, ich krieg die Krise mit dem Spiel, ey, wirklich. Alter, wie stark sind die Gegner denn? Was ist hier los? Oh Gott. Mutter, ich brauche einen Klops. Ja, komm, lass mich schlafen. Das Spiel macht mich fertig, wirklich. Das Spiel macht mich fertig. Okay, wie machen wir das jetzt? Was machen wir jetzt am besten? Ich muss mir mehr Hamburger kaufen. Und ich muss leveln. Ich wusste jetzt nicht, dass mich dann plötzlich, dass dieser Schein da am Ende des Tunnels ein starker Endgegner ist, ja? Also. Ach, komm schon. Warum muss ich das überhaupt alleine machen? Wirklich? Warum will mein Hund nicht mit mir kommen? Okay, also mindestens 2 Level muss ich jetzt noch grinden, scheinbar. Ja, schade, wir kommen nicht so gut voran, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, aber ist halt, wie es ist. So, lass mal Geld holen. Und ich habe ja schon Geld. Ich kann erstmal das Geld ausgeben, was ich habe. Ah ne, hab ich ja gar nicht mehr. Habe ich ja verloren, glaube ich. Ja. 805. Ja, komm, wir nehmen jetzt einfach, was weiß ich. 300 mit, so. Und ich will mir jetzt einfach Burger kaufen, los. Ganz viele Burger. Ja, thank you very much. Toll. Toll. So, jetzt will ich nicht, dass mein Inventar noch mit Cookies oder so voll gemüllt wird. So, ja, ich gib mir was. Hamburger. Das nervt, dass ich jetzt wirklich einzeln auswählen muss. Hamburger. Nein, wollte ich nicht. Scheiße, ich habe mich verdrückt. Nochmal ein Hamburger. Hamburger. Ja, spannend, ne? Ich muss alles einzeln auswählen, jetzt geht nicht anders. Ach, nochmal Hamburger. Okay. So. Ja, 4 Hamburger, komm. Reicht hoffentlich. Das Restgeld muss ich noch auf mein Konto packen. Ja, ist ein bisschen... Bisschen dröge hier. Wie viel Geld habe ich denn? 253 Dollar. 253 Dollar. Ja. So. Dankeschön. Ja, kein Problem. Habt ihr irgendwas noch für mich? Ich meine... Gibt's irgendwas Neues, oder... Nö. Ich will nichts mehr von dir. Wow. Und du, alter Sack, hast du was für mich? Ja, Cold Remedy, das will ich doch gar nicht haben hier. So, und der, weil es so viel Spaß gemacht hat, der ganze... Das ganze Zeug nochmal hier. Aber meine Erfahrungspunkte bleiben, oder? Die bleibt mein Level. Ich glaube schon, oder? Oder wird das auch resettet? Nee, also die Sachen bleiben ja schon alle offen hier. Also ist es nicht völlig nachteilig. Ich meine, dann level ich ja trotzdem irgendwie, scheinbar. So, jetzt einfach mal nach oben laufen. Bis dahin sollte ich eigentlich genug Gegner getötet haben. Hoffe ich. Ja. Warum sind hier so viele? Was ist hier los? Okay. Will das Spiel mir irgendwie gerade ein bisschen helfen? Kann das sein? Scheinbar schon, oder? Nice. Ich meine, ich nehme das an. Ich weiß nicht, ob das gerade so bewusst ist. Also, wahrscheinlich will das Spiel wirklich ein bisschen
unter die Arme greifen. Oh weia. Wir zerquetschen alles hier. Naja, ist ja immer nett, dass die Spielentwickler das hier für mich getan haben. Also, die wussten, dass da mal jemand kommt wie ich, der da hier völlig versagt. Okay, das sind zwei. Diesmal ist es ein Kampf. Na komm. 98, sehr schön. Ich will gar nicht wissen, wie stark die Gegner später sind, ey. Wirklich. Ich jetzt schon am Anfang solche Probleme habe. Aber nee, die Erfahrungspunkte bleiben scheinbar, ne? Also, oder zumindest das Level. Eine Bombe! Ja, ich will was wegwerfen. Eine Bombe will ich behalten. Schmeiß den Cookie weg. Okay, dann ist es ja nicht umsonst. Also dann ist das ja ganz gut eigentlich. Ich habe die Bombe genommen. Schön. So, help. Bombe. Kann einen Gegner beschädigen während des Kampfes. Wegen seiner explosiven Kraft kann es auch andere daneben. Gut, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich den Dings wieder treffe, ne? Den Endgegner. Das war ungewöhnlich, dass gerade so viele Insekten da auf einmal gekommen sind, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich so bewusst war. Wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Die knabbern immer noch ganz schön hart an mir rum hier. Okay, aber da verstehe ich dann. Deswegen ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, immer das Geld irgendwie, ja, wieder aufs Konto zu packen. Weil ich werde sterben, offensichtlich. Ich werde oft sterben. Das wird nicht einmal nur passieren, das wird öfter passieren. Ich weiß, bis ich oben bin. Ja, sehr schön, Level 11. Ne? Siehste. Okay. AP um 2, ne? Wow, wenn ich immer nur so 2 HP Upgrade habe, das bringt mir auch nicht viel, ne? Ich meine, wahrscheinlich schon, aber ist trotzdem kaum merklich, ne? Ja, sie haben 2 Erfahrungs-, 2 HP Upgrade. Juhu. Okay. 34 Erfahrungspunkte. Ah ja, den kann ich jetzt noch quetschen, Mama. Das ist doch nur einer. Aber das passiert scheinbar nur bei Gegnern, die ich wirklich leicht besiegen kann. Also wenn das solche, weiß ich nicht, also Gegner sind, denen ich wirklich überlegen bin, dann geht's. Ah, jetzt kommen wir noch zwei. Der eine hat sich ja wieder dazu gestohlen. Hab ich gar nicht gesehen, ja. Okay, gewonnen, gewonnen. Ja, die geben auch gute Erfahrungspunkte, muss man sagen. Ich bin da nicht ganz unzufrieden. Oh, jetzt kommen sie wieder alle auf immer, oder was? Oh ja. Das wird eine große Runde, oder? Mir geht eigentlich. Okay, ich muss mich wieder heilen. Es wird Zeit. Für einen Hamburger. Ich werde meine Dings nicht verschwenden für. Meine Psychic Points nicht verschwenden für. Ja, außerhalb des Endkampfes. Ist ganz wichtig, dass ich mir das beibehalte. Genau, iss mal den Hamburger. Oh nein, jetzt. Oh, 4 gleich. Oh, was? Hat die gerade versucht, mich zu hypnotisieren? Eine Nacktstärke, die mich. Okay, ich muss meinen LP-Ing verwenden. Das ist ja unmenschlich hier. Vor allem 6 Gegner gleich, what the fuck? Geht nicht anders. Ich muss sie alle töten, sonst. So, alle nacheinander, ja, sehr schön.
Aber krass, dieser Wirkungsbereich so von 45 HP bis 99 und so, das ist halt schon ziemlich ausgeweitet hier, ne? Wer hätte das gedacht? 162 Erfahrungspunkte. Eieieiei. Das hat er ordentlich reingehauen. So, versuchen wir das nochmal. Genau, du da. Er hat doch ein Problem hier. Du sollst mich heilen. Magic Butterfly. Ich bin relaxed, sehr schön. Immer schön relaxen hier. Wieder zwei. Gerade hat es so gut geklappt, dass ich die einzelne irgendwie zerquetscht habe, aber. Keiner hilft dir. Du bist ganz allein. Du armes Schwein. So. Ach, gerade, dass wir schon beim ersten. Ja, bei der ersten Location angelangt sind. So, das wird jetzt aber nichts. Ach. Mann, ey, ich will nicht mehr gegen irgendwelche Ameisen kämpfen. Wirklich. So, und weiter. Na schön. Wir kriegen das noch hin. So. Ja, Present, was ist es? Cookie, juhu. Dankeschön dafür. Den esse ich trotzdem gleich mal, wenn ich schon mal dabei bin. So. Um mal ein bisschen Platz zu machen. Den zerquetsche ich auf jeden Fall. So, komm. Einmal drauf. Schlagen. Alles aus allen Öffnungen spritzt hier. So. Gut. Mein Leben aus. Can of Flut. Na komm, gehen wir so rein und dann Hamburger können wir verwenden. So ist allererst einmal eine Bombe werfen. Ist auch so stark eigentlich so, ne? So, jetzt aber, komm. Titanic End. So, gut, pass mal auf. Bombe, tut weh. 23 HP, eieieiei. Hört auf, euch zu heilen. Eieieiei. Überlebe. Boah, das ist so nervig. So, jetzt hier, komm. LP. So. Alter, wie soll ich das denn überleben? 40 HP? Der hat mir gerade die Hälfte meines Lebens gestohlen. What the fuck? Oh, was mache ich denn jetzt hier? Hypnose? Da bringt ja nichts. Der wacht ja auch, sobald ich den angreife. Was ist jetzt? Ja, genau, saug mich weiter aus, ey. Als ob ich schon genug gelitten habe hier. Okay, das schaffe ich nicht. Kannst du vergessen. What the fuck? Also mit viel Glück schaffe ich das vielleicht, aber... Warte, also... Ja, das war schon wieder jetzt. Können wir nochmal einen Hamburger reinschieben. Wenn ich Pech habe, sterbe ich. Na, hab nochmal Glück gehabt. Ja, Defense down! Was? Oh! Was? Ich hab's geschafft! Das war viel Glück jetzt, ja. Das war mehr Glück als Verstand hier. 759 Erfahrungspunkte, ich wollte schon sagen, das ist ein Level abwert, ja? Oh Baby. Offense bei 3. Oh Baby. Guts bei 3. Oh Baby. Vitalität bei 3. IQ bei 2. Da krieg ich kein Oh Baby. Oh Baby kriegt man scheinbar erst nur, also nur ab 3. Bin ich noch da? Meine Katze ist gerade wieder über die Tastatur gelatscht. Das macht sie sehr gerne mal. Ja, sehr schön. So, jetzt habe ich Shield A. Jetzt kann ich mich auch mal ein bisschen abschielen. Shield Alpha meine ich. So. Ich bin tot. Hallöchen, Dienchen. Ah, da ist der große Fußabdruck.
Da ist er. Er beinhaltet die Kraft, die ich brauche. Erfüll mich mit Kraft, oh großer Fußabdruck. Ich spüre die Macht. Ness hat so ein Augenzwinkern von einem kleinen süßen Hundewelpen erlangt. Ness, sein Geräuschstein hat die Melodie des riesigen Fußabdrucks aufgenommen. Uiuiui. Kein Problem hier. Ich muss trotzdem wieder zurücklaufen. Also doch ein Problem. Okay. Haben wir scheinbar unser erstes Dings geschafft hier. Unsere erste Location. Sehr, sehr schön. Okay, die lassen uns jetzt auch erstmal in Ruhe. Das ist gut. Ich lasse sie trotzdem zerquetschen. Du hast gewonnen. 37 Erfahrungspunkte. Ach, ihr rennt alle weg. Die Punkte also von den Viechern da, die hole ich mir noch. Ganz ehrlich. Das gebe ich mir. Die werden ja nicht zusammen angreifen, ne? Ne, wahnsinnig. Ja, werden sind kostenlose Punkte, ne? Warum sollte ich mir die jetzt nicht geben hier? Cookie werde ich gleich essen, weil nimmt nur Platz weg. Le Cookie? Ach, le Cookie très bien. C'est le Cookie de Chocolat. Ah, jetzt kommen sie zu zweit an, okay. Ja, komm, ihr habt doch keine Chance hier. Oh, schön. Meine HP ist im dreistelligen Bereich. Was ist denn da los? Das ist ja mal sehr erfreulich. Sehr, sehr schön. Du hast gewonnen. 74 Erfahrungspunkte. Hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Schon wieder ein Cookie. Ach. Ballert mich doch mal nicht so mit den Cookies voll. Ich habe ihn gegessen. Mir geht's besser. Gut, haben wir das auch. Können wir uns jetzt mal wieder langsam nach unten begeben. Einfach runterspringen geht ja nicht. Ah, da wartet schon ein Polizist auf mich. Na super. Was habe ich jetzt verbrochen? Wahrscheinlich die Strafe dafür, dass ich die ganzen Insekten zerquetscht habe. Das sehen die ja nicht so gerne wahrscheinlich, ne? Na komm. So, Schnecke. Eine für Surprise Attack. Sehr schön. Da, 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 da. Okay, ja, jetzt ist schön. Jetzt fühle ich mich gerade wohl. Jetzt komme ich ja gut voran, habe ich das Gefühl. Ja. Ich sehe schon, bei dem Spiel muss man mal ein bisschen mehr Geduld aufbringen. Das ist halt so. Jetzt rennen sie alle weg. Ah, jetzt kommen sie doch alle an. Ach, geil, die kriege ich so tot. Ja, zwei jetzt schon getötet mit einem Schlag jeweils. Die ziehen nur eine HP ab, das halte ich aus. Vielleicht kriege ich jetzt endlich mal einen Teamkameraden, ne? Also, vielleicht Paula oder wie die heißt, ja, in einem anderen Stadtteil. Schauen wir mal. Wer weiß das schon? So, 108 Erfahrungspunkte. Ja, läuft doch. Genau, rennt mal weg hier. Kann mich langsam nach unten begeben. Ja, komm, ist egal. Ich ignoriere die jetzt einfach mal. Und laufe einfach ganz in Ruhe nach draußen. Draußen ist hier, oder? Ja. So. Hey, du! Das Board, also hier die. Wie übersetzt man das ins Deutsche? Das Gremium, keine Ahnung, sagt, hier nicht eintreten, ne? Kannst du nicht lesen oder was? Ich hab's nicht gelesen, nur. Was für ein rebellisches Kind. Komm mit zur Onet Police Station. Später. Ach so. Ich kann's mir aussuchen. Das ist ja auch nett, dann mach ich's nicht. Aber ich bin natürlich ein gesetzestreuer Bürger, ne? So kann ich mit euch reden. Wow, du hast die Tür geöffnet. Oh, super, ey. Hier kriegst du was, ne? So eine Kleinigkeit für das große Glück, ja? Es ist ein Zauberanhänger. Also, es ist so ein, hier Reiseanhänger, ne? Einfach ein Glücksbringer. So. Der große Fußabdruck ist, wird der große Fußstapfen genannt. Was für ein cooler Name. Gut, das allererste jetzt mal speichern. Das ist das erste, was ich mache.
Dann können wir darüber reden, ob wir zur Polizeistation latschen. Aber. Und es wird nochmal geschlafen, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, dann werden wir das mal gleich hier nutzen für eine vollständige Heilung. So, alle gehen mir aus dem Weg hier, ne? So. Mutter, ich will schlafen. Hast du noch einen Klops? Ah, du bist zurück. Ja, ja, bla, bla, bla. Du siehst müde aus. Ich bin auch total müde. Also, Klops und in die Kiste. Ness? Hä? Ness? Ness. Ich bin ein Freund, den du noch nie zuvor getroffen hast. Mein Name ist Paula. Achso, mein Name ist Paula. Ja, ich bin Paula. Hi. Kannst du mich hören oder kannst du mich rufen hören? Ich bin Paula. 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 Ich bin in deinen Träumen. Träumen. Paula hat mich gerufen. Wenn Paula ruft, muss ich vorbeikommen. Ich habe eine neue Freundin. Wo ist sie? Paula. 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 So, Dad, ja, ja, ist dein Vater. Viel Geld auf dem Konto, wunderschön. So, wow. Ich bin jetzt im vierstelligen Bereich, sehr schön. So. Ja, genau. So, Rekord, bla bla bla, wunderbar. Dankeschön fürs Speichern. Das ist ein Träumchen, schlaf mal weiter. Der pennt nur den ganzen Tag. So, als allererstes zur Polizeistation. Ja, flieg mal weg. Ist vielleicht besser so. So, Polizeistation, wo war die denn nochmal? Ich sehe sie gar nicht, aber wird wahrscheinlich links sein. Ich meine, ne? Ich bin ja hier ganz gesetzestreu und ich meine, ich habe ganz schlimme Sachen gemacht. Mein Gott, ich bin durch die völlig zerstörte. Durch den völlig zerstörten Schuppen gelaufen. So, hier hinten war es, glaube ich, ne? Nee, ist es nicht. Ja, was willst du? Hört uns jemand? Ja, Whisper, Whisper, hahaha. Du Trottel. Oder hier war es. Irgendwo war es.